Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video geht es um das Thema spezifischer Widerstand. In diesem Experiment möchte ich ein paar Abhängigkeiten des Widerstands zeigen. Und zwar ja, das, was man spezifischer Widerstand nennt. Und dazu fangen wir an mit zwei Drähten. Damit ich aber erstmal irgendwie irgendwas messen kann, brauche ich einen Aufbau. Ich habe hier eine Batterie, einen Schalter und hier habe ich einen kleinen Widerstand eingebaut, damit, wenn ich das jetzt hier zusammenhalte, keinen Kurzschluss baue. Das ist nämlich wichtig, weil wenn ich jetzt meine Messapparatur nehme, in dem Fall habe ich hier ein Ampermeter, weil ich brauche ja für Widerstand Stromstärke und Spannung. Also mein Ampermeter, das natürlich hier bei dem Anschluss, den ich hier gewählt habe, maximal 0,6. Das ist hier der Vollausschlag, Ampere verträgt. 0,6 Ampere, das ist, die Batterie schafft mehr. Deshalb ist hier dieser Widerstand dazwischen. Das sorgt halt dafür, dass halt nicht mehr als 0,6 Ampere fließen können und das Ampermeter sozusagen geschützt ist. Ampermeter in Reihe schalten, ist klar. Voltmeter. Der Voltmeter wird in parallel geschaltet. Ich hätte gerne die Spannung zwischen diesen beiden Punkten. Dazu gehe ich mit dem einen Kabel hier dran. So, das heißt, ich messe praktisch hier meinen einer Punkt, der andere Punkt hier. Deswegen gehe ich hier dran, damit ich wirklich die Spannung messe, die hier praktisch zwischen diesen Enden abfällt. Ja, jetzt bin ich eigentlich, wenn ich das so ein bisschen hier nebeneinander, damit man es auch schön ablesen kann. Und jetzt schauen wir uns die beiden Drähte mal an. Das ist Konstantan. Der Name kommt daher, das Problem ist bei Widerstand bei einem Draht, ein Draht kann sich, wenn man Strom durchschickt, auch erwärmen. Das verändert leider den Widerstand. Und beim Experimentieren darf man immer nur eine Sache ändern und nicht immer gleich mehrere Sachen auf einmal. Und deshalb Konstantan, selbst wenn der ein bisschen warm wird, bleibt der Widerstand erhalten. Und was ich jetzt in diesem ersten Experiment ändern möchte, sind zwei Drähte. Man sieht das vielleicht nicht so gut. Die haben verschiedene Dicken. Und zwar habe ich hier 0,2 und 0,4. Und ich möchte den Widerstand bestimmen. Also URI, R ist gleich U durch I. Schreibe ich mir hier gerade auf. Ich drehe es auch dann gleich rum. Erstes Experiment. Dann nehmen wir 0,2 Millimeter und 0,4 beim zweiten Experiment 0,4 Millimeter. So, Doppelpunkt. Dann haben wir hier Volt durch Ampere, hier unten auch, ist gleich Ohm. So, jetzt kann es im Prinzip losgehen. Einschalten, 1,5 Volt. Das ist schon mal keine Überraschung. Jetzt beginnen wir mit den 0,2. Und beide sind gleich lang. Ich kann auch gleich dann nochmal messen, wie lang sie eigentlich sind. Lesen wir erstmal ab. Also Volt ist relativ einfach, der Vollausschlag sind 3 Volt und dann sind wir bei 0,6. So, das andere ist ein bisschen kniffliger. Der Vollausschlag sind 0,6, das heißt, wir stehen hier so kurz vor der 0,1 und ich würde sagen,
0,08. Wenn es nämlich dann wäre es 0,1, also 0,08. 0,6 und 0,08. 0,6 und 0,08. 0,6, 0,0. Ups, 8. Rechne ich gleich aus. Dann, ja, machen wir das gleiche für den 0,4er Draht. Da sind wir draußen. Also, 0,2, 0,2 bei der Spannung und bei der Stromstärke sind wir jetzt über die 0,1 drüber. 0,12 würde ich sagen. Also, 0,2 und 0,12. 0,2 und 0,12. So, dann werden wir den Taschenrechner bemühen. 0,6 durch 0,08 ist 7,5. Und ja, 0,2 durch 0,12 ist, sagen wir, also 1,6666, machen wir 1,7 draus. So, und wenn ich mir das jetzt angucke, kann man feststellen, dass ein Leiter oder ein Draht mit einem größeren Durchmesser einen geringeren Widerstand hat. Um das jetzt noch genauer zu machen, ist das natürlich jetzt ein bisschen hemdsärmelig, weil das Problem ist jetzt, die Dinger sind ja rund. Und auf den ersten Blick, ich habe das ja hier sozusagen verdoppelt, den Durchmesser, aber der Widerstand hat sich jetzt nicht halbiert. Und das kann natürlich damit, oder das hat damit zu tun, dass der rund ist. Und wenn ich es genau haben möchte, müsste ich eigentlich die Querschnittsfläche rechnen und dann entsprechend gucken ob nicht das Ganze dann entsprechend antiproportional zur Querschnittsfläche ist. Wie gesagt, kannst du ja gerne mal rechnen, ob das mit meinen Werten hier hinkommt. Wie gesagt, dafür, dass das hier eigentlich relativ hemdsärmlich gemacht ist. Aber die Hauptsache ist, dass man sieht, halt größerer Durchmesser, geringerer Widerstand. So, gleicher Aufbau. Was jetzt anders ist, es sind auch wieder 20 cm Draht. Diesmal habe ich hier Kupfer und Nichrom zur Auswahl. Nichrom ist im Prinzip das gleiche, was ich eben mit Konstantan hatte. Der Widerstand ist unabhängig von der Temperatur. Das heißt, selbst wenn der jetzt ein bisschen warm wird, bleibt der Widerstand bestehen. So, und ich interessiere mich jetzt eigentlich nur hier für den allerersten Draht aus Nichrom. Und man sieht hier, das ist schon vorbereitet. Das sind genau 20 cm und das sind genau 10 cm. Und ich möchte jetzt wissen, wie der Widerstand sich verändert, wenn ich den Draht sozusagen kürzer mache, also halbiere. Dazu fangen wir damit wieder an, dass ich hier erstmal meinen positiven Anschluss hier dranlege. Und hier meinen negativen Anschluss. So. Damit wäre ich einsatzbereit. Und wir schalten ein. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt hier 0,4, oder?
0,3, 0,35. Und was haben wir hier? Ja, so ziemlich bei 0,1 sind wir. Der Vollausschlag ist 0,6. Und dann sind wir hier bei 0,1. Ups, das war falsch. 0,1. So, dann halbieren wir den Draht, indem wir den negativen Anschluss hier in die Mitte nehmen. Ta-da-ta-ta. Wieder einschalten. Und dann haben wir diesmal 0,2 Volt und 0,12 Ampere. Dann bemühen wir den Taschenrechner. 0,35 durch 0,1, das ist 3,5 Ohm. Und 0,2 durch 0,12, das ist 1,7. So, jetzt kann ich spaßeshalber 1,7 mal 2 ist 3,4 und bei 3,5 sind wir gelandet. Das sieht ziemlich gut aus. Ja, das ist nämlich tatsächlich so, dass der Widerstand proportional zu der Länge des Ganzen ist. Und gut, ist natürlich diesen Schluss aufgrund von zwei Messwerten zu ziehen. Jo, normalerweise müsste man da viel, viel mehr Messwerte und aber hier geht es ja erstmal nur ums Prinzip. Und ja, ich denke vom Prinzip her, da kann man das schon sehen. Der spezifische Widerstand eines Stückchen Drahtes beispielsweise ist proportional zur Länge und antiproportional zur Fläche. Damit ich eine Formel aufschreiben kann, brauche ich sozusagen die Steigung oder Proportionalitätskonstante und das ist Rho, der spezifische Widerstand, den man in je nach Material in Tabellen entsprechend nachschlagen kann. Da in der Regel die Fläche rund ist, die Querschnittsfläche, und in der Regel der Durchmesser gegeben ist, kann ich entsprechend Pi r Quadrat und r durch die halbe ersetzt, also Pi d Quadrat Viertel verwenden, um die Fläche auszurechnen.